Hi, heute zeige ich dir, wie du nur durch das Hören ganz einfach und entspannt Englisch lernen kannst und warum das Hören eines der wichtigsten Elemente ist, um schnell und erfolgreich Englisch zu lernen. Bereit? Dann los! Klären wir zunächst einmal, warum es so effektiv ist, viel die englische Sprache zu hören. Jeder von uns kennt bestimmt jemanden, der schon mal länger im Ausland war und vor Ort perfekt die englische Sprache gelernt hat, ohne sich anzustrengen. Doch warum ist es vor Ort so einfach, Englisch zu lernen und bei uns zu Hause, in der Schule oder per App irgendwie echt schwierig? Das liegt daran, weil wir vor Ort permanent von der englischen Sprache umgeben sind, ständig die englischen Wörter hören, die Redewendung, wie man etwas formuliert und so einfach intuitiv ein Gefühl für die englische Sprache bekommen. Also, wenn du wirklich erfolgreich Englisch lernen möchtest, dann ist folgende Reihenfolge extrem wichtig. Als allererstes kommt das Hören. Umgib dich einfach mit der englischen Sprache und hör sie so viel du kannst. Im nächsten Schritt kommt das Sprechen. Sprich drauf los und trau dich einfach, das Gelernte anzuwenden. Im dritten Schritt kommt das Lesen und Schreiben. Und als viertes, als allerletztes, das Verstehen, also die englische Grammatik. In dieser Reihenfolge hast du übrigens auch als Kind deine Muttersprache gelernt. Erst hören, dann sprechen, dann lesen, schreiben und dann die Grammatik. Ich zeige dir jetzt zwei super Möglichkeiten, mit denen du ganz entspannt nur durch das Hören Englisch lernen kannst. Eine super Möglichkeit sind englische Podcasts und Hörbücher. Einfach Podcast oder Hörbuch auswählen, Kopfhörer rein und los geht's. Beim Englischlernen mit Podcasts oder Hörbüchern gibt's eigentlich nichts groß zu beachten. Hier aber ein kleiner Tipp, wie du es dir ein bisschen einfacher machst, damit Englisch zu lernen. Du hörst dir deinen englischen Podcast oder dein englisches Hörbuch wie gewohnt an. Wenn du ein Wort oder einen Satz nicht verstehst, drückst du kurz Stopp, schlägst das Wort oder den Satz einmal nach, schaust, was bedeutet der eigentlich auf Deutsch, spulst nochmal zurück und hörst dir dann mit deinem erlernten Wissen den Satz nochmal ein. Auf diese Art und Weise wirst du dieses Wort oder den Satz nie wieder vergessen. Auf unserer Webseite haben wir für euch eine super Liste mit spannenden Hörbüchern und tollen Podcasts zusammengestellt, mit denen ihr super Englisch lernen könnt. Dabei haben wir thematisiert nach Anfänger, Fortgeschrittenen und verschiedenen Themengebieten. Die Links dazu habe ich euch unten in dem Beschreibungstext verlinkt. Also, mit englischen Podcasts oder Hörbüchern lässt sich sehr, sehr einfach nur durch das Hören Englisch lernen. Wenn ihr es aber noch einfacher und entspannter haben wollt, dann schaut euch unbedingt meine zweite Möglichkeit für euch an. Die zweite Möglichkeit, nur durch das Hören Englisch zu lernen, sind unsere Yiki-Sprachduschen. Mit unseren auditiven Sprachkursen erlebst du die englische Sprache auf ganz besondere Weise. Du begleitest zwei ProtagonistInnen auf ihrer Reise durch England, erlebst spannende Abenteuer und entdeckst so richtig die Kultur. Und mit der Yiki-App hast du deine Sprachduschen immer dabei. Speaking English. Englisch zu sprechen. Speaking English. Feels so easy. Fühlt sich so einfach an. Feels so easy. You see? Siehst du? You see? To understand. Verstehen. To understand. I understand English. Ich verstehe Englisch. I understand English. I speak English. Ich spreche Englisch. I speak English. Dir gefällt, was du gehört hast? Dann melde dich doch einfach mal kostenlos an und lass dich von unseren Sprachduschen begeistern. Mit der kostenlosen Registrierung erhältst du die ersten zwei Lektionen gratis. Zum Abschluss nochmal ein Spezialtipp von mir. Durch das Englischlernen durch Hören könnt ihr eigentlich immer und überall Englisch lernen. Was fällt dir gerade spontan ein, an welchen Orten oder bei welchen Aktivitäten du einfach mit Podcasts, Hörbüchern oder den Yiki-Sprachduschen Englisch lernen kannst? Schreib es mir in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne ein Like da und abonniere den Yiki-Kanal, um so keine Tipps und Tricks zum Englischlernen mehr zu verpassen. Bis bald und auf Wiedersehen!